Weiter mit Ulfars Gefährten im Königreich Belerion. Wir gehen heute hier runter, schauen uns den Champion an, retten die Prinzessin. Dann gucke ich hier nochmal vorbei bei Selbstjustiz, um zu gucken, was da fehlt. Wahrscheinlich können wir die Mine nochmal ausräumen. Dann schauen wir hier kurz vorbei und gucken, wie wir vorsätzlicher Unfall machen können. Und ich wollte hier unten irgendwo doch in so einen Stranddingsbums mit so einem kleinen Boot reinschauen, oder? Wir schauen mal. Und dann natürlich zurück, gucken, dass wir eine Balliste bauen können. Jetzt haltet euch kurz fest. Ich werde nicht sagen, was hier passiert, aber ich habe den perfekten Namen für diesen Mann gefunden. Ihr habt genau, sagen wir, bis zur nächsten Episode Zeit. Also wahrscheinlich heißt die nächste Episode trotzdem so. Bis zur nächsten Episode, die ich aufnehme, habt ihr Zeit, um mir einen besseren Namensvorschlag zu machen. Die anderen Gefährten sind damit einverstanden. Los geht's! Wir fahren schon in die richtige Richtung, denke ich. Los, setzt jeden Fetzen, den ihr habt. Wir stechen den See. Ankerlichten, Segeldingsen und achso, ich habe auch wieder mein Gewicht ein bisschen reduziert. Hat sich herausgestellt, dass naja, wie soll ich es genau sagen, ungekochter Fisch extrem schwer ist. Das ist der Mann, den wir suchen. Champion, ich fordere dich zu einem Duell. Die Riemen raus, Männer. Er will flüchten, der Hund. Come, marvel at my power. Step right up. Sau cooles Logo, was ist das, ein Fisch? Thank the eye for Alazarian powder. Ein Pirat, der Sprengstoff entdeckt hat, ja. Seit er das alazarische Pulver entdeckt hat, ist Captain Eokeld nicht wiederzuerkennen. Das heißt, er habe sogar seine ganze Besatzung abgeschlachtet. Abgeschlachtet ist sehr negativ konnotiert, so als hätte er keine Rechte dazu gehabt. Ja, vielleicht haben die ja gemeutert. Was machst du, mein Kerl? Wir haben Mahlstrom, wir haben den Helm und die Rüstung, werden wir wahrscheinlich niemals wiedersehen, außer hier unten gibt es irgendwie eine coolere Arena. Coole Jacke auf jeden Fall. Ihr kriegt mich nicht. Schaden bewirkt Blutung, fügt dem Ziel wieder Schaden zu und stößt es zurück. Also zwei Angriffe? Diesen Tag vergesst ihr nie. Zieht sich zurück, um ein Schiff zu entern. Ist das ein Flucht der Karibik-Scherz? Ich versenke euch. Wirft vier Eokels Falle auf das Schiff. Das ist wie die Bomben oben aus der Arena der Legenden, ja? Im letzten Kampf. Und Energie des großen Schiffs, also Big Ship Energy. Also zwei Memes in einem Champion, ja? Gut. Kann nur im Duell sterben. Sowas in der Richtung hatte ich mir fast schon gedacht. Kann nicht zurückgestoßen werden. Der fällt also auch nicht von Sambo. Also der versucht herzukommen. Bis dahin. Dann wirft er ein paar Minen. Ja? Na gut. Dann wollen wir den Mann nochmal würdig empfangen. Ja. Ich hätte gern Ortwind vorne. Ich hätte gern unseren Faustkämpfer vorne. Brunhild noch nicht unbedingt, die ist mehr so für den zweiten Teil des Kampfes. Wir könnten Yogim hinschicken. Wir schauen mal, was er vorhat. Er greift ja zweimal an und wirft einmal Bomben zwischendrin, ja? Das heißt, wenn ich Tyra hier hinstelle. So, dann lassen wir den jetzt einmal reinlaufen. Dann haben wir auch schon keine Punkte mehr. Cool, cool, cool. Der läuft da jetzt rein, wird angeschossen. Zip! Wirft jetzt seine Bomben. Die sind recht irrelevant für uns gefallen. Na, der muss da durch, dann sind sie vielleicht auch nicht so irrelevant für uns gefallen. Wir machen erstmal ein paar Punkte, bevor wir hier irgendwas anderes anstellen. ja, wir müssen halt durch eine davon durchlaufen. Ist halt wie es ist. Uff, das war weit zurückgestoßen. Die lösen gar keine Blutung aus. Die in der Arena haben Blutung ausgelöst. Gut, Tyra, dann hoffen wir einfach mal, dass du jetzt nicht sterben musst. Ich hatte gedacht, ich kriege einen Nahkämpfer dahin, nachdem ich mich über die Bomben lustig gemacht habe. Okay, das Ding greift tatsächlich zweimal an. Das ist ganz nett. Jetzt bräuchten wir eben, der dem Kerl so richtig einen verpasst, weil er verdrückt sich ja dann jetzt. Bedeutet, unser Faustkämpfer könnte da ran. Der hat gerade Herausforderung Verteidigungshaltung.
Der Typ da hat Abwehr, die okay ist. Das ist ein bisschen schade. Na gut. 1, 2, 3. Verteidigungshaltung, Schädelbrecher. Der Anfälligkeit hat. Da war der Extraschlag. Dann holen wir den noch raus. Den können wir gar nicht. Dann verdrückt er sich jetzt, ja? Und der bleibt direkt da. Sachen gibt's. Der wirft explosive Fässer aus dem Himmel. Will nämlich flachsen? Woher kann ich denn sehen, welche Fässer zuerst runterkommen? Werde ich da irgendwie weggeschleudert von? 3 Meter, das heißt, Tira fällt ins Wasser, ja? Tippitoppi. Na gut, was auch immer der Typ vorhat. Wenn er nicht hier bleiben will, wird er auf jeden Fall hier so in unsere Richtung kommen, korrekt? Bitte nicht runtertreten. Ich habe gesagt, bitte nicht runtertreten. Mann über Bord! Gut, dann verprügeln wir den Typen mal so richtig. Wie der räudige Hund, der ist. So, viel Spaß. Schönes Ding. Mal noch Schwächung obendrauf. Hör doch auf, was sind denn für Faxen hier, die du da machst? Wieso fallen da Fässer aus dem Himmel? Ortwin, stech dem Mann mal ordentlich in den Buckel. Es ist Zeit für ein Duell. Macht euch bereit, eure Ahnen zu treffen. Wird ein Angriff sein, schätze ich, ja? Okay, aufschreiben. Ahnen ist Angriff. Angriff. Hit me wird Death sein, ha? Huh? Das heißt, wir drücken auf Provokation. I could kill you with my bare hands. Das ist dann Taunt. Okay. Dann haben wir alles. Verteidigen. Ausweichen. Stechen. Come on, then. Hit me. Nein, werde ich nicht tun. Okay, die Duelle sind wirklich nicht besonders spannend, oder? Wenn man sich ein bisschen vernünftig anstellt. Und gewonnen. Geh schlafen, großer Kerl. Und jetzt ziehen wir mal die Leute wieder hoch an Deck, okay? War ein bisschen ruppig hier plötzlich. Was haben wir denn hier? Mahlstrom. Okay, ist einfach das Schwert, das der Kerl benutzt hat, ja? Kein Stress. Reparieren nun mal alles. Landen hier in der Bucht. Jetzt landet in sich die Katze. Ist mit ihrem kleinen Ball hier gerade ins Zimmer rein randaliert gekommen. Also falls ihr die im Hintergrund hört, wisst ihr Bescheid. Baut ihr so kleine Bälle aus Alufolie. Mit denen rennt ihr dann durch die Gegend und hat riesen Spaß. Manchmal muss ich die aufheben und werfen, weil die bringt die dann vorbei und legt die hier neben mich und fängt dann an zu miauen. Die hat 4 oder 5 Stück davon, weil ich jedes Mal, wenn ich einen nicht finde, einen neuen baue. Und ich habe absolut keine Ahnung, wo die alle sind. Ich finde dann immer so einen oder zwei wieder und dann hole ich die unterm Sofa raus oder hinter irgendwelchen Schränken. Und keine 20 Minuten später sitzt die Katze neben mir, als wüsste ich, wo die anderen 10 Bälle sind. Und jedes Mal, wenn ich dann einen suchen gehe, kommt die ganz interessiert mit und schaut überall drunter und klettert auf den Sachen rum und tut so, als wüsste sie nicht, dass sie da die Bälle versteckt hat, nur um mich zu veräppeln. Das Nest der Sirenen. Ja, ich gehe davon aus, dass da dann irgendwie unsere Prinzessin drin ist, was? Stufe 13, Verstärkung im Anmarsch. Wir sollten vorher rasten, auch wenn es sich nicht wirklich lohnt, aber ich kann nicht die ganze Zeit ohne Punkte rumlaufen. So, da ist eine Person drin.
Bertram, knall ich mal mit ins Zelt rein. Wir brauchen so viele Punkte, wie wir kriegen. Schweintopf können wir keinen machen, oder? Wieso ist denn hier durchschnittliche Gefahrenstufe? Wer soll denn hier bitte schön ankommen? Okay, mal Apfelpfannkuchen. Ich gehe mal davon aus, dass wir drinnen kämpfen. Das heißt, wir nehmen Ratteneintopf mit, einen köstlichen. Und dann, gegrilltes Schweinefleisch. Und in Ruhe rasten. Weil wer soll denn hier bitte schön angreifen? Ist da Riesenveräpplung. Faustus, was geht? Die Gewissheit, dass mir die Wache auf den Fersen ist, hält mich nachts wach. Ich schrecke jedes Mal auf, wenn ich in der Ferne das Klirren von Ketten höre. Chill doch mal, was ist denn los bei dir? Ja. Hier geht alles klar. Wir sind hier alle gute Freunde, wir haben keine Angst vor der Wache. Will das Ding hier von mir? Da gucken wir mal da rein. Aber irgendjemand hat da gerade getrötet und Segel ausgefahren. Hallo, Sirenen. Ihr seid wohl nicht drinne und überrascht von mir. Okay, die da stehen schlecht. Das heißt, wir bauen hier so in der Gegend auf, ja? Kira bitte an den Platz. Da sollte die theoretisch ein paar von denen anschießen können, wenn wir die hier so einstellen. Du kommst mit darunter. Wie seid ihr denn hier in der Mitte dran? Lange Zeit gar nicht, das ist gut. Und ihr lauft auch nur bis nach da. Das heißt, ich kann die in der Mitte alle verbrügeln und wir können uns dann immer noch gemütlich aufstellen, ja? Schöne Sache. So in etwa sollte doch passen. Ich weiß nicht, ob der weit genug läuft. Hoffentlich hat er jetzt nicht für seine Kumpels alles geblockt hier. Boom! Da geht er down, der Krabbenhandmann. So, du mein Kerl, bist jetzt noch in Angriffshaltung. Das heißt, du tötest den da. Kriegst 3 Punkte zurück. Das war's wohl leider auch erstmal. So, die machen nix. Die laufen nicht weit genug. Haben wir den jetzt hier noch in der Mitte? Was habt ihr jetzt an Stärke? 125? Die hat immer noch 105. Sind zu viele, als dass sich das lohnen würde. Wer, wenn ich dich hier einparke? Und die zwei da dran kommen, dann kann ich doch mit meinem Bogenschützen zuerst auf den Typ von dem Bären schießen und dann rüber auf den anderen. So, also heißt einmal auf den. Dann auf den. Dann stellen wir uns hier gemütlich beisammen. So, jetzt ist als nächstes der da dran und dann der heißt. Packen mal Ulfa aus. Er tingelt mal hier runter, guckt, ob er den dann nicht köpfen kann. 1, 2 und 3. Ab mit dem Kopf. Und ab zum nächsten. Einmal feste drauf. Schulterstoß hinrichten. Das lohnt sich so nicht. Da können wir eher so jemanden wie Ortwin oder so ranholen. Bevor wir jetzt die ganze Zeit unnötig viele Punkte ausgeben, da muss ich mich ein bisschen benehmen. So, den können wir doch sogar gratis töten. Wir müssen nur taktische Ordnung drücken. Dann wirft er sein Messer und gut ist. Dann kann der sogar weiter bis zu dem hier rüber. Kann den dann noch mit seinem Messer pieksen. Kann sich für den restlichen Schabernack dann bereithalten. Klappst du den hier mal? Zap, zap. Der sollte sterben da dran. Jawohl. Wieder einen Schritt zurück, damit die Front nicht einknickt. Und dann kommt ihr jetzt bitte her. Sirenenpack. Okay, die da können uns soweit nichts tun.
Wer darf denn von uns noch? Relativ viele Leute, die sogar Schaden machen können. Hätten wir die Sirene da noch? Uff, kein Crit. Dann gucken wir gleich mal, wo du die Verstärkung anrückt. Ah, den Meter hättest du ruhig noch machen können. Also die kommt erstmal an niemanden, der kommt auch an niemanden. Dann stellen wir die hier mal in Position. Damit wir hier gleich Gegner annehmen können. Weil dicht genug sind sie dann ja definitiv. Dann muss jede Runde einer von denen abklappen, sonst kriegen wir Ärger. Tap, 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 tap. Ja, ne? Syrah macht ja wieder ihren Job, erschießt unbewaffnete, ungepanzerte Zivilisten. Das kann die ja schon immer gut. Wir dürfen uns den Gosenberg nicht mehr blicken lassen, nachdem die ganzen Aufstand niedergeschossen hat mit ihrem Bogen. So, zwei Leute von da, einer von da unten, alles so wuselnde Drecksäcke. Ach, sogar noch mehr von da unten. Okay, der und dann die von da hinten. Hamni kriegen wir leider nicht so weit, sonst hätte ich gesagt, der kann versuchen... Der kann versuchen, die da reinzuziehen. Aber was nicht ist, ist halt nicht, was? Das sind hässlich viele da oben. Wir müssen die Bogenschützen gleich rüberziehen. Hoffen, dass das hinhaut. Ah, da macht er den Meter dran vorbei, der Penner. Okay, wir gucken, ob der da reinrennt. Ja, ich weiß, sie blutet jetzt Gesundheit. Ich dachte, der da soll die kriegen. Eingeschüchtert und BAM! Jetzt der Einzige, der nicht sofort stirbt. Ja, dachte ich mir schon. Dachte ich mir schon, dass so ein Blödsinn passiert. Einmal bitte nicht. Gut, dann packen wir dich hier hin. Vorne so an die Kante und dann kannst du von hier aus den Speer raushalten. Wir warten da oben kurz, bis sich die Sache da gelegt hat. Du kannst so lange da dahinter hüpfen. Bist jetzt in Verteidigungshaltung. So, jetzt Angriffshaltung, tödliche Berührung. Ach, reicht nicht. Dann habe ich aber Angst, dass ich ihn aus Versehen töte. Ja, danke. Shoot! So viel dazu. Ging nur ein Punkt wieder anstatt drei. Aber die hat doch Zorn angehabt, oder? Ich habe doch gesehen, wie es angegangen ist. Na gut, man kann halt nicht alles haben. Eins, zwei. Den da müssen wir entgegennehmen. Der müsste weit genug von seinen Kumpels wegstehen. 12, 11. Um auch so Schaden nehmen zu können, was? Ja. Kriegen wir eine Wurfaxt, irgendwas? Hat wohl schon gereicht. Komm mal ran hier auf den Meter. Na gut, wir haben noch ein paar Wurfwechsel hier drin. Danke. Bär, kümmere dich mal um den Kerl da. Bevor der mich aufregt. So, zwei Stück noch. Das ist mir dann jetzt relativ egal. Ich meine, ja, der heilt sich jetzt um 112 oder was. Den da unten müssen wir noch in den Fußboden rammen. Ja, der kann jetzt dreimal schießen, bevor es mich was kostet. Eins. Oh, hallo, wo ist denn... Manchmal klappt das, glaube ich, nicht ganz richtig oder wird für was anderes ausgelöst. Oder was habe ich angestellt, damit das nicht klappt?
Ja, und dem stecken wir jetzt von hinten noch einen Stiefel in den Arsch. Weil wir probieren es mal hiermit, das sollte auch reichen. Kostet uns dann nichts. Prinzessin, seid ihr hier? Moment, ich habe da schon Reisesuppe. Was soll ich denn mit noch einem Rezept für Reisesuppe? Wenn ich das lerne, kann ich das verkaufen? Ihr kennt dieses Rezept bereits. Na dann. Irgendwas hier in Hot Pink, was mich interessiert. Reisesuppe natürlich. Lecker, lecker. Salz. Baupläne, Seetang. Sonst hat sie wirklich nichts in Hot Pink. Nichts, was irgendwo hier versteckt ist. In den Zelten oder was das hier sein will. Das war ein Patrouillenboot, das hier gefangen wurde, nicht? Bist du die Frau, die ich suche? Der Kraken? Kämpfst du? Admiralstufe 11. Ich denke nicht, dass die kämpft. Na gut, wir fahren unsere Inselchen ab. Und dann bringen wir die nach Hause. Ich wusste nicht, dass wir da Auswahl haben. Ich dachte, wir bringen die einfach so zu dem Dude zurück. Ich will ja nicht für die Piraten spielen. Wir sind anständige Leute. Wir sind alazarische Ritter. TM. Ich bin niedergekniet und wurde zum Ritter geschlagen. Ich war dabei. Okay. Dann segeln wir mal ein bisschen durch die Weltgeschichte. Untersuchen. War ich da nicht schon? Da kann man nochmal angeln. Ha? Da zieht sich so ein Streif Fische durch. Ja, da war ich wohl schon. Okay, wir müssen relativ nach Norden, wenn ich mich nicht gerade arg vergucke. Nach Norden fahren ist aber gerade nicht wegen dem Wind. Die Fische sind gerade zu schwer, um die alle einzusammeln. Stehen wir hier ein bisschen bei. Schauen wir mal, wieso Selbstjustiz eigentlich noch nicht ausgegraut war. Weil wir waren ja da und wir haben das Ganze gemacht. Hat auch nichts mit den Piraten hier zu tun, oder? Ganz ruhig. Bin schon wieder überladen. Ich habe wieder zu viele Fische dabei. Ich habe geangelt, nicht? Ich habe schon wieder zu viele Fische dabei. Uff, viel zu viele Fische dabei. Warte, wie schwer ist das? Doch, die wiegen alle ein Kilo. Die muss man echt alle backen, damit man nicht kaputt geht hier. Es klingt so, als würde ein Killer uns verfolgen, jedes Mal, wenn ich das Gepfeife höre. Was ist denn jetzt hier los auf der Farm? Hätte ich nochmal mit dem Kerl reden müssen, also mit dem anderen? Anscheinend. You've hired the pirate. Oh, by the all-seeing eye. Take this as a thank you. It's not... Brustharnig des Steuermanns. Stufe 10. Das ist das mittlere Rüstung. Sieht die cool aus? Ja, ziemlich. Aber kann ich wohl nicht gebrauchen, würde ich mal so spontan behaupten. Lasst mich in Ruhe, Piratenpack. Die Inselleute hier kommen schon mit euch zurecht. Na gut, dann fahren wir rüber auf die Fußballinsel. So. Rüber auf die Fußballinsel, schauen uns die Sache da an. Unter Rudern anscheinend. Hier oben zu, damit ich ja was sehen kann auf dem Meer. Das ist einfach eine langsame Kiste. Kann ich dir ein paar Fische verkaufen, mein Kerl? Ich habe so viel Essen dabei, dass es ein bisschen peinlich ist. Er liegt aber schwer im Wasser, der Kerl. Stufe 10, Stufe 10. Ist doch alles Quatsch hier. Was ist da drauf? Für jeden, okay. So, hier, nimm mal meine Fische und Reisesuppe. Die brauche ich nämlich nicht, die kann ich schon. Marmor kannst du kaufen. Eine Olive ist ein halbes Kilo schwer, die Packung. Und ja, sicher gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber ich habe so viel Essen dabei, dass fast ein bisschen traurig ist hier. 55 Flossen, die kann ich sicher auch irgendwo... 52 Seetang, das kann ich da eigentlich sicher alles im Schiff verstauen.
So, die Richtung halten wir aber. Kurs beibehalten, Männer. Wir legen da vorne an. Auf der Fußballinsel. Wir wollten die Insel ja umschippern und gucken, ob wir da dieses kleine Boot, was da in der Bucht lag, noch anschauen können. Müssen wir nicht hier an die Südbucht? Oder was sie da gesagt hatten? Wir sollten nicht immer nur an den Leuchttürmen anlegen. Man kann sich die Sache ja auch anders anschauen. Da sind die Warane. Da ist aufgebaut. Ja, ich sehe es schon. War das eine andere Insel, wo dieses kleine Boot rumgeschwommen ist? War das die Insel, wo ich eben gerade war, mit den Piraten? Dann ist das jetzt natürlich ein bisschen lästig. An dem Strand, da kann ich ja nicht wirklich landen. Ist das die Wache? Jawohl. Wir haben nichts gestohlen. Gib Gas, Mann. Drehen auf Seite um. Oh oh. Jetzt sind wir aber hier in einer Situation. Denn jetzt ziehen wir hier hoch und kriegen volle Geschwindigkeit. Ah, wir wurden getroffen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es ist sicher nicht gut. Ich will doch nur den Fußballspielern helfen. Also das Segel geht dann kaputt, wenn wir das nächste Mal getroffen werden, ja? Reparieren kostet jetzt schon 3 Planken. Dann sollten wir das bei Zeiten mal tun. Natürlich spawnen auf eurer blöden Insel hier Geisterwesen. Warum auch nicht? Blöde Fährtenleser. Geisterwesen können ja anscheinend auch zwischen den Inseln hoppen, wie es denen passt. Ja, aber ich würde die schon gerne nach Hause bringen und nicht zu den Piraten. Der Pirat macht sicher nichts Gutes mit der. Ich hätte ihm besser mal zugehört, als wir damit angefangen haben. Er hat einfach nur, okay, der sucht wen und gut ist. Hey Jungs, wir sind's. Wir laufen gerade vor der Wache weg. Wir sind bereit, Mercenaries. Ready to put an end to this. With this plan, we have a chance to finally rid this island of pirates. We must seize our moment. Okay. See those fires you helped build? They're going to draw the pirates right into the reefs in the dark, and their ship will run aground. Then, just as they're struggling to keep their heads above water, we'll finish them off. You're here just in case there are any survivors lively enough to fight back. Okay, cool, danke. Ich sag mal so, wie es ist. Ich glaube nicht, dass du die Weste dazu bekommst. So cool, dass mit den Zähnen und den Schluppis da auch ist, aber... Ha! Trottel! Feindliche Verstärkung im Anmarsch. Was kommt die aus dem Schiff rausgelaufen? Oder wenn ich einfach durch die Ladescreens durchrede, muss ich sie nicht rausschneiden? Das ist doch ein Service, den ich euch hier biete. Huh? Zivilist. Verstehe ich nicht, was das heißen soll. Ich habe doch gesehen, dass ihr Bogenschützen habt, oder? Wo ist denn das andere Päckchen, das noch fehlt? Hallo? Pirats, wo seid ihr? Da unten. Da ist euer singulärer Bogenschütze, ja? Bedeutet, die Zivilisten, die wir nicht brauchen, es sind 3 Bogenschützen da unten. Das ist natürlich eklig jetzt, aber wir können da nicht anfangen zu kämpfen. Und alle Zivilisten, die wir nicht brauchen, gehen bitte nach da unten, um freiwillig ihr Leben zu geben, um die Bogenschützen zu bekämpfen. Ich weiß, dass wir 5 Zivilisten haben und nur einen davon brauchen wir. Also viel Spaß. Der Rest von euch, ihr verwegener Haufen, den ich hier anführe, wird diese Gruppe hier zermalmen und dann orientieren wir uns neu, je nachdem, welche Gruppe zuerst losschlägt. Du Kerl mit der Weste, die auf keinen Fall zugeht, nach ganz hinten bitte. Seefahrer, 116 Punkte Stärke. Okay. Packen alle Leute, die ein bisschen auf der unstabilen Seite leben, nach hier. Dann können wir gleich nämlich beiziehen. Das sollte eigentlich schon hinhauen. Herr Ulfa soll den
Korsaren da mal annehmen. Wobei, Korsar ist doch... Korsar kann Ferrun doch machen. Ich habe den Falschen gesehen. Ulfa muss eh nach hier. Den du von hier aus machen kann. So in etwa. Ferrun, einmal da rein. Den Korsaren da crunchen. Und dann... packst du dir den mit der meisten Rüstung, das wäre wohl dieser hier. Gibst ihm ordentlichen schwächenden Schlag auf den Dez. Schultercheck behalten wir erstmal. Das sieht nicht gut aus für unsere zivilen Freunde. Oh Mann, ich hoffe, die töten wenigstens einen halben von denen. So, du hier machst übrigens Verteidigungshaltung. Ansonsten raste ich hier komplett aus. Ulfa, Trupp ansporen. Schlachtruf. Und ran an den Speck. So richtig auseinandergerissen. Und dann schnappt ihr den hier noch. Alter. Da kriegt er Rage. Und los geht's, ihr Zivilisten. Mit den Knüppeln drauf. Und den Fackeln. Und bam. Mit Gewalt, das wird nichts. Sie sind sowas von tot. Dann müssen wir Ferrung gleich irgendwie mit Sprint nach da hinten schicken. Dann muss sie sich um die ganzen Bogenschützen kümmern. So, ich hätte gerne, dass mein Faustkämpfer hier mal ein paar Punkte macht. Der ist in Angriffshaltung, der braucht Angriffshaltung. Also 1, 2, 3, 4. Du übertreibst es maßlos. Ich meine ja nur so. Alter, wie soll ich denn so tödliche Berührung machen, wenn du einfach alle umbringst? Mann. Was soll das sein, Mava Wava? Damit kann ich vielleicht arbeiten. Wo ist denn Tyra? Na, damit kann ich da nicht arbeiten. Dann können wir aber Hallstein schicken. Schicken, das klingt so, als würde ich hier jetzt irgendwas Spannendes tun. Wieso denn nur 82%? Ciao. Das war die Anführerin. Und sie vorne rein für ein paar Punkte. So, die knüppeln hoffentlich. Die knüppeln hoffentlich einen von den Bogenschützen zusammen. Ja, gib ihm. Bam, bam. Jetzt mit den Streitkolben. Wir hätten ja so eine glorreiche Siebenaktion machen können. Ich hätte die Jungs ausgebildet vorher im Knüppelkampf. Und Gräben mit denen ausgehoben und so. Wäre sicher cool gewesen. Stattdessen sterben die jetzt alle ganz erbärmlich. Wer darf denn noch von meinen Leuten? Wir haben doch so eine Schwertlady irgendwo, oder? Okay, wir haben auch noch Hamnir. Von den Punkten her würde ich sagen, nimmt Hamnir den einfach mal an und dann versuchen wir gleich nochmal, ob wir dem nicht eine tödliche Berührung in den Nacken setzen können. Wir tröten auch mal laut ins Horn, damit Ferrun gleich zu den Bogenschützen kommt. Im Zweifelsfall. Wenn es denn dann hier noch Bogenschützen gibt, die wir bekämpfen können. Vorsicht, Zivilist! Oh Gott, nein! Sicher gut in Mathe, der Kerl, wenn du die Pfeile so hoch schießt und die kommen genau da runter, wo die ankommen sollen. Uff, du hast keine Freunde mehr in deiner Nähe. Hm? Könnte ein bisschen wenig Gesundheit sein dafür. Meine Rede. Ortwin mit seinem komischen, was auch immer, Messer kennt da keinen Spaß, was das angeht. Der tötet Menschen, die keine Freunde haben. Okay, wir haben den Freibeuter da noch. Die da ziehen auch noch, ja. Das heißt ja, dass wir Tyra doch noch benutzen können, theoretisch. Ja, der hat schon gezogen. Der läuft bis nach da, hat aber einen Ziehhaken dabei. Das lohnt sich dann wohl leider doch nicht. Schicken wir den einfach zurück in die Hölle. Kommen wieder hier hin. Schauen dann mal.
Ob wir da nicht vielleicht irgendwie unseren Speerträger in Position kriegen. So, Schwertlady, Bär. Bär kriegen wir aber auch da hoch. Bär. Arme Lizzie. Ja, dann packen wir dich hier an die Seite, wobei da kann eh niemand vorbei. Halt, stopp, Kommando zurück. Packen dich hier an die Seite. Dann hältst du hier die linke Flanke von unserem Bärli zu. Arme Zivilisten, die werden hier einfach abgeschlachtet. Die gehen in Flammen auf. Du kommst mal nach da. Bam! Da ist noch Platz für jemanden. Oder auch nicht. So, von wo kommt die Verstärkung? Da sind zwei. Hier ist niemand aufgetaucht. Da sind Bogenschütze aufgeschlagen. Das ist übel. Der Freibeuter da kann nirgendwo hin. Dann lassen wir den da erstmal so stehen. Dann ist der Vagabund da unten dran. Der ist mir auch erstmal egal. Dann benutzen wir Ferun diese Runde, um... nicht, um den da oben zu töten. Du da, Freibeuter, du hast doch Geschicklichkeit. Ich kenne doch meine Faustkämpfer, Jungs. Ferun runterschicken, crunchy dich doch mit einem Hieb. Die ist doch mittlerweile tapfer genug dafür. Bist du da noch dran? Okay. Dann läuft die nicht auf den Seeigel, weil was soll denn der Blödsinn? Warum sollte man auf einen Seeigel laufen? Oha. Die brennen doch beide schon, Mann. Du machst ja nicht wirklich optimierten Damage. Ach, lass dich nicht aufhalten von mir. Hier hätten wir jetzt den Hinterbereich noch mit Tiere abfangen können. Wäre lustig geworden. Hallstein, kannst du den Vagabunden da töten? Nein. Kommt auch nirgendwo hin. Aber hey, wenigstens zieht das jetzt richtig. Vorher haben die nämlich keine Beziehung dafür gekriegt, da bin ich mir ziemlich sicher. Der wird auf den da schießen. Drei Bogenschützen, da müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen, wenn die gleich hier sind, so in 2, 3, 25 Runden. Okay, jetzt wird langsam doch Zeit, hier vorne ernst zu machen. Der kann immer noch nichts tun, das ist ganz praktisch. Danach müssen wir mal gucken, was wir hier anstellen. So, Schritt 1. Bärenmann. Wieso funktioniert das schon wieder nicht? Einmal pro Kampf. Einmal pro Kampf. Oh. Bist tot. Vagabund ist mir ziemlich egal. Dann drehen wir den Kerl hier. Pitch patch. Hier kommt tatsächlich aber nochmal eine ganze Armee Piraten anmarschiert von rechts. Ekelhaft. Um die da haben wir uns gekümmert. Die Flanke hier ist sauber. Der da ist halt echt ein Problem. Und wer kann denn bitte schön bis zu dem hin? Das funktioniert nicht. Der hat nichts hinter sich. Der wäre da ganz gut aufgehoben gewesen. Aber soweit läuft er nicht. Nö. Auch nicht wirklich gerne. Keiner, ja. Wobei. Passt auf. Wir hier hochtingeln. Mal taktische Ordnung. Aha! Wir laufen bis nach hier.
Dann schubsen wir uns den Kerl entgegen, damit ich nochmal Wurfäxte mache. Wahrscheinlich total unnötig. Der explodiert jetzt einfach, wenn ich den anfasse mit Behedits-Strafe. Sag ich ja. Aber ich wollte es nicht riskieren. Und wir haben nochmal resettet. Gehen dann wieder hier hoch, um den Bären dann gleich zu unterstützen. Dieser Dolchwurf, der Bewegung zurücksetzt, ist schon eine extrem starke Fähigkeit. Also, wenn man kurz drüber nachdenkt, wie man die benutzen möchte. Das ist ein Trauerspiel hier auf der rechten Flanke, aber jeder muss hier halt seinen Teil leisten, so gut er kann. So gut er kann. Jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten, sagt man da. Okay, wir sind dann hier fertig. Wir können uns dann darauf vorbereiten, auf die rechte Flanke umzuziehen. Der ist in Angriffshaltung. Alter, du machst viel zu viel Schaden. Das geht nicht. Ich krieg keine tödliche Berührung raus. Das klingt jetzt nach einem Luxusproblem, aber... Gut, wir ziehen jetzt alle so weit rüber, wie wir können. Und dann können wir gleich nächste Runde hoffentlich Sprint anmachen. Da voll reingehen. Das sind ein bisschen arg viele Vagabunden. Die da denken, die müssten sich keine Gedanken machen. Kurz dachte ich, ich hätte verkackt und der kommt bis an mich dran. Das hätte mich sehr geärgert. Tira, was hältst du von den beiden da? Dem Korsaren und dem Seefahrer. Wie weit laufen die Jungs denn? Gar nicht. Beide etwa bis nach hier, ja? So viel zu dem Plan. Dann packen wir den nach hier, damit Hamni hier gleich rülpsen kann. Boah, ekelhaft, was da passiert. Wenigstens brennen die alle. Okay, der hat einen ganz anderen Pfad für sich selbst gewählt. Macht er das jetzt auch? Das wäre ein bisschen lästig. Weil der kann ja sonst nirgendwo hin. Das ist der einzige Weg, den er hat. Seeräuber, du machst erstmal nichts. Hamnir, deine dusselige Fähigkeit. So, heißt aber, wir müssen... Das war nicht das, was ich drücken wollte. Aber na gut, dann müssen wir jetzt halt damit leben. Ich wollte eigentlich auf Ferun umschalten, aber da war es schon zu spät. Dann müssen wir gleich unsere Schwertlady da reinschicken, damit die sich um das Problem kümmert. Kann ich den werfen? Und durch Zielen auf den Boden einen Seeigel platzieren? Nö, anscheinend kann ich den nicht werfen. Aber wir wollen auch schon einen blöden Seeigel werfen. Ich hasse Seeigel. Ich spucke auf Seeigel. Toll, keine Punkte, kein Frieden. Was ist denn hier los? Nicht das, was ich vorhatte, aber okay. Dann packen wir dich vor die Lady hier. Dann wird der Seefahrer nämlich versuchen, dich anzugreifen. Du benimmst dich, Matzizab, oder wie auch immer du heißt. Was wird denn hier passieren? Die werden vorkommen und auf uns schießen und nächste Runde vernichten wir die dann. Das heißt, alle Leute jetzt herziehen lohnt sich nicht wirklich, weil die sowieso auf Gunhild oder so schießen werden. Wir versuchen also vor allen Dingen hier hinten in der Ecke, wo ich hoffe, dass die Gegner nicht drankommen. Nein, soweit kommen die nicht. Ein paar Punkte zu machen noch. Dann wäre das schon. Spät schon, das ist ein längerer Kampf hier, als ich gedacht habe. Wir müssen trotzdem gleich noch die Lady abwerfen gehen. Den holen wir noch da runter, damit er potenziell auch ein juicy, juicy Target wird. Wo will er hin? Komische Wegfindung.
Oh, okay. Ich dachte, er schießt woanders hin. Ich habe gebannt in diese Richtung hier geschaut. So. Faustus, mein Freund. Kümmere dich mal um den Mann da oben. Du willst in Verteidigungshaltung angreifen. Dann machen wir zuerst Doppelschlag. Bam, bam, bam. Dann gehen wir in Verteidigungshaltung. Da kannst du dir mal einen Schädelbrecher verpassen. Gesundheit. Dann bleibst du da wohl stehen für ein Sekündchen. Er schießt jetzt aber so nah da irgendwo. Huh? Wenigstens einer, der hier mitdenkt. Gunhild, der Mann da steht in Flammen. Das ist doch problematisch, oder? Ich denke schon, dass das sehr problematisch ist. Der hier kann Gunhild da nicht angreifen, weil er sonst seinen Buddy angreifen würde. Bedeutet, der muss vorlaufen. Ja, der schießt wahrscheinlich auch nochmal auf Tira. Das ist nicht so geil. Die muss da weg. Ach, der ist diese Runde gar nicht mehr dran. Doch, ist er. Von hier aus mit Verbesserung trifft ihr den doch, oder? Ja, ich kenne mich doch aus mittlerweile. Zip! Was hast du davon, dass du gedacht hast, du dürftest auf mich schießen, du Blödian? Du. Weggetreten. Frechheit. Einmal dahinter, bitte. Einmal reinschubsen in Gunhild. Gut gemacht. Doppelter Schaden, so wie ich es mir vorgestellt habe. Dann hier hoch. Kommt nicht bis zu dem. Aber wenn wir den hier töten, dann vielleicht. Oder auch nicht. Hallo, Mr. Seeräuber, Sir. Bonk. Haben wir jemanden, der so weit laufen kann? Nö. Nö. Bär? Du bist doch ein geborener Sprinter, habe ich mal gehört. So, jetzt Autobahn, linke Spur. 250. Wir müssen heute noch auf die Baustelle kommen. Gute Arbeit. Okay, alles plündern. Dann sind wir jetzt wieder hoffnungslos überladen, schätze ich. Wuhu! Geil! Habgier! Habgier! Ich habe keine Lust auf ein Spiel, aber danke. Ich hasse Raufball und jeder, der mich kennt, weiß das. Ich habe nur geholfen, damit ich hier einen Haken auf der Insel habe und nie wieder herkommen muss. So, wir rasten, wir fahren zurück. Und dann geben wir die Lady ab. Und hoffentlich müssen wir unterwegs nicht mehr kämpfen. Dann bauen wir nächstes Mal die Balliste. Sollt ihr mal sehen. Oh, ist ein richtiger Dschungel hier. Weiterhin Apfelpfannkuchen bitte. Dann essen wir ein bisschen leckeren Thunfisch. Thunfisch. Hey, wir werden nicht mehr von der Wache gesucht. Und die Peonis haben ein Level-Up. Dunkles Ross. Du bekommst Verfassung. So wie alle meine Ponys. Shiro, du bekommst Verfassung. Und haben immerhin ganze 2 Kilo oder so mehr bekommen an Pony-Sachen. Die Raufballinsel. Sehr lustiger Ort hier. Ich wollte Dings anmachen, aber wir haben nicht genug Punkte, um irgendwas zu machen. Planken crafte ich doch direkt hier, oder? Ah, da brauche ich den Blödsinn wieder für. Das, genau, wasserfeste Dichtungsmittel. Okay, ich schreibe mir auf, dass wir nächstes Mal, wenn wir drüben in der Stadt sind. Wir müssen exakt Richtung Norden fahren. Schreibe mir auf, dass wir nächstes Mal in der Stadt sind, ich mal ein paar Planken und sowas bauen. Müssen wir dann eh machen für die Balliste, schätze ich.
Und rudert, Männer, rudert! Okay, jetzt ein bisschen nach da drüben anpassen, bitte. Vielleicht ein bisschen so, dass wir in vollem Wind stehen. In jedem Segelbootspiel. Man fährt los, der Wind weht einem entgegen. Valheim, Sea of Thieves, ist egal. Man fährt raus aufs Meer, der Wind weht einem entgegen. Ich weiß, das ist Confirmation Bias. Man kann sich mehr so an die schlechten Sachen erinnern, als an die guten Sachen. Jedes Mal darauf achtet, ist der Wind scheiße. Weil, wenn der Wind gut ist, achte ich ja nicht darauf. Aber hey. 2x50% sind ja auch 100%, nicht? So funktioniert Schießen in Spielen. Tü-tü. Nach Perbast, meine Jungs. Wir haben eine Prinzessin abzugeben. Lü-lü-lü-lü. Moment, halt, stopp. Nicht nach Perbast. Oho. Zum Palast. Ich hoffe mal, da kriegen wir auch den Plan für eine Balliste. Warum sollten wir die Lady denn bitte schon einem Piraten bringen? Ja, vielleicht ist die Mutti auch böse mit der. Ich habe wirklich nicht aufgepasst bei der Story. Ich hoffe mal, wir entscheiden uns jetzt für das Richtige ganz zufällig. Ich könnte kurz... Ja, wartet mal eine Sekunde. Okay, ich habe mir kurz mein eigenes Video angeschaut und der Pirat hat gesagt, ich bringe die zu dem und dann kassieren wir Lösegeld. Heißt, sie direkt hier abzugeben wird wahrscheinlich die bessere Wahl sein. Just a moment. Is that... Neith? My daughter? What? Die ist überfallen worden und wurde von ein paar Sirenen gejoinkt. Impossible. Those thick-witted creatures never. Ja, ein Kraken oder so war noch mit dabei, bin ich mir ziemlich sicher. Monster, she mentions. Did you see it? Absolut gar nicht. Okay, cool, danke. Ihr habt den Bauplan Balliste erhalten. Zweimal Leder, zwei Schiffsplanken, Metall und... Okay, das ist günstig. Das günstig. Gut, dann gehen wir trotzdem noch nach Perbast. Damit ich da nächstes Mal ein bisschen Crafting machen kann. Und wir müssen anscheinend auch eine Bounty oder zwei abgeben. Nein, wir haben... Ja, wir haben den Champion natürlich getötet, was? Und das Bären? Inselbären? Lauft, Männer, es sind Inselbären. Die wohnen im Zitronenwald. Die sind sicher sauer. Faustus, hilf mir, meine Witze sind heute schlecht. Faustus, bitte. Gucken wir mal, ob der Piratenmann gut gelaunt ist jetzt, deswegen. Du, da war's das. Dear Hecate's daughter has mysteriously reappeared. Too bad about your bounty, mercenaries. I hope you weren't counting on it too much. Oh doch, die war fest in mein Gehalt eingeplant. Might she be looking for work? Here is your reward. Stattdessen bin ich jetzt Mitglied im Club Fettfrei Kochen für ein ganzes Jahr. Diplomatische Vertretung aus Edoran wurde in Perbast erwartet, traf nicht ein. Das schauen wir uns doch an. Okay. Meinst du? Gut. Dann baue ich nächstes Mal einen ganzen Haufen Zeug. Wir müssen mal schauen, wo die Festung der Bruderschaft ist. Wir brauchen noch ein paar Bücher für unseren Kumpel Faustus. Ja. Dann, wie immer, danke fürs Zuschauen. Like und abonnieren nicht vergessen. Über eine Kanalmitgliedschaft nachdenken. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.